Frau Schenk, wir haben nicht gewusst, wie gross ist die Scherbe. Was haben Sie jetzt nach dem Match das Gefühl, wie gross die ist zwischen euch und Lugano? Also ich finde, wir hatten eine Chance gehabt, diesen Match zu gewinnen. Schlussendlich haben sie 2 Goal gemacht, wir nur 1. Darum tut es einfach umso mehr weh, weil wir finden, wir waren auf Augenhöhe gewesen und hätten ganz so guten Match können für uns entscheiden. Genau, jetzt schauen wir das mal an. Lugano fährt 20 Minuten mit Druck an, ihr antwortet gut, haben sie gut studiert gehabt. Nachher spielt ihr mit. Warum nutzt ihr den Raum nicht, sondern versucht das Direktspiel, wo natürlich den ACB funktioniert, wo ihr gut macht, aber wo da scheinbar ja gerade bei den ersten 3-4 Versuchen nicht geklappt hat. Warum wollt ihr nicht ein bisschen mehr laufen mit dem Ball? Also ich glaube, wir waren auch ein bisschen überrascht gewesen, wie viel Platz das wir eigentlich hatten. Also wir haben irgendwie auch gedacht, sie kommen viel schneller auf uns zu, dass wir den Ball schneller müssen laufen lassen müssen. Wir haben es probiert, ist nicht jeder angekommen. Ja. Am Schluss sehen wir dann in der zweiten Halbzeit Chancen, Goal, die ein bisschen unzwingend sind für Lugano. Weil einer ist abgefälscht, einer ist dort blöd, den Ball nicht wegbekommen. Das muss doppelt ärgerlich sein, als wenn sie super rausgespielt hätten, oder? Ja, auf jeden Fall. Weil ich finde, eben, wir haben gut entgegen gehabt. Wir hätten unsere Goal machen können. Ich finde, es war ein geiles Spiel, hat Freude gemacht. Und darum tut es umso mehr weh, bekommen wir so dumme Goal. Einfach. Und dann macht ihr gleich noch eins, sind knapp dran am zweiten. Was hat gefällt, dass ihr das zweite Goal schießt, nebst dem, dass ihr Gottverdammt auch den Ball nicht holen, nachdem ihr das macht? Nein, ich glaube, wir haben uns sicher mega gefreut. Es hat nochmal Energie gegeben, wir wollten unbedingt. Aber es hat einfach nicht so sein. Aber ich sage, es gibt noch ein Rückspiel und es ist alles offen. Und wir werden sicher Vollgas geben. Und wir werden einfach das nächste Spiel gewinnen. Was steht da jetzt schon am Sonntag? Also sehr schnell, viele Matches aufeinander. Die sind Profis, sehr nicht. Ihr geht jetzt morgen alle arbeiten. Was erwartet euch am Sonntagnachmittag denn dort in Lugano? Also es wird sicher ein strenger Match, aber wir alle als Team, wir stehen zusammen und wir wollen diesen Match. Wir wollen ihn gewinnen. Und es kann zugunsten von uns kommen, dass sie es zu locker nehmen und dass sie uns auf die leichte Schulter nehmen. Und so haben wir dann unsere Chance, diesen Match zu gewinnen. Und wir müssen sicher unsere Goal machen. Chiara, partita importante, ma tu hai risposto bene, perché sul tuo, sulla tua fascia non è nessuno di chance per Thun. Come hai visto questa partita? È stata sicuramente una partita impegnativa, soprattutto mentalmente. Non abbiamo giocato bene, abbiamo portato a casa la vittoria e questo è molto importante in vista anche della partita di domenica. Però sicuramente c'è da lavorare questi 2 giorni e fare sicuramente meglio domenica. Come tu hai visto questo momento quando voi dovete fare il gioco e non come alla Women's Super League che dovrete aspettare, difendere dopo, fare le attacchi? Oggi c'era voi che siete le più forti e che dovevano fare il gioco. Questo ruolo voi è piaciuto? Sicuramente è difficile per noi perché non siamo state abituate per tutta la stagione a fare questo tipo di gioco. Però se siamo più forti dobbiamo dimostrarlo in campo e sicuramente è meglio di così. E per te questo stile di gioco di Thun è stato più difficile o più facile con le pallone lunghe? Sicuramente non è facile leggere i palloni dietro la linea di difesa. Dobbiamo stare più concentrate, scappare prima, l'abbiamo fatto, ma sicuramente c'è da fare meglio domenica. Tu non sembri di fare la festa adesso nel bus, qualcosa deve essere meglio a Lugano per fare la vittoria? La festa in caso si vedrà, si farà domenica. Ora abbiamo ancora una partita, questa non abbiamo dimostrato di essere così superiori a loro, abbiamo sbagliato tanto e dobbiamo essere più concrete sia dietro che davanti, dobbiamo lavorare più di squadra. Sicuramente ci portiamo a casa una vittoria, ma dobbiamo essere concentrate per la partita di domenica.
Per te come italiana, tu sai che Valentina Bergamessi ha cominciato sua carriera anche qui a Lugano. Tu credi che la Liga Svizzera può essere il primo passo della tua carriera professionale? Sicuramente è una buona tappa. E ora sono qua e ho l'obiettivo, lo stesso obiettivo delle mie compagne, finire questa stagione e poi per la prossima stagione si vedrà, insomma. Hugo, 2-1, man weiß nicht, wie groß Schar ist. Ich behaupte nicht allzu groß, oder? Ich kann mit Überzeugung sagen, definitiv nicht. Also ich glaube, wer das Match gesehen hat, wir haben mehr Chancen gehabt. Wir haben, klar, sie machen zwei Goal, aber ich glaube, wenn wir mehr Präsenz gehabt hätten, also hätten wir locker auch 2-3 schiessen können. Ich bin froh, dass wir noch das eine geschossen haben, kurz vor Schluss. Es gibt die Mannschaft nochmal Mumm. Es soll aber auch der Mannschaft zeigen, dass wir auf Lugano fahren und nichts zu verlieren haben und dort absolut Chance haben, um diese Barrage zu gewinnen. Natürlich, deine Spielerinnen sind super, aber du hast das Spiel auch gut vorbereitet. Weil Lugano kommt, versucht 20 Minuten ihr Spiel zu machen, lange Ball. Du hast jeden abgewehrt, sie haben es aufgegeben und haben nachher gefunden, sie verwaltet, wartet. Super, ihr macht ein bisschen zu wenig Chancen. Bleibt fest auf dem Schnell-Schnell-Spiel, wo man nach 2-3 Chancen gemerkt hat, das geht nicht. Warum den Platz nicht nutzen? Ja, ich glaube, in erster Linie ist es mal wichtig, dass wir sehr gut kompakt stehen in der Grundformation. Das haben wir sehr, sehr gut gemacht. Und dann ist klar, wir haben in Nazi B hast du Zeit, um die Ball zu verarbeiten. Die hast du nicht. Ich habe das Gefühl gehabt, wenn wir es cleverer spielen, also das Positionsspiel vom Körper, Ball an und an, mitnehmen, wenn wir das besser machen und über Flügel konsequenter spielen, hätten wir mehr Chancen gehabt. Aber eben, wie du richtig sagst, Lugano hat das Spielsystem umgestellt. Wir sind super gestanden und ich glaube, über weite Strecken vom Spiel haben wir die Spielkontrolle klar gehabt. Ein, zwei, drei Situationen nach der Pause sind sie mehr Druck gemacht, aber auch diese Situation haben wir in meinen Augen sehr gut gemeistert. Und nachdem wir unser Spiel probieren aufzuziehen. Und in Lugano und dann werden wir noch das Spiel sehen, weil sie werden auf dem Hauptplatz spielen. Gibt uns auch wieder die Chance über die schnellen Flügel. Und alle Chancen sind offen. Genau, schauen wir schnell nach der Pause an. Freistoß, der keiner wäre, glatter Schuss, da haben sie sich ein bisschen beflügelt. Und dann kommen die zwei Goal, die sind sehr ärgerlich, weil beide nicht zwingend. Haben die euch ein bisschen gebremst in diesem Match? Nein, definitiv nicht, weil ich glaube, nach 3 Minuten, nach diesen 2 Gegengoal, haben wir durch auch eine 100%ige. Könnte auch reingehen, dann kommt der Pfostenschuss von Andrea und ein Kopfball, der auch reingehen könnte. Nachdem machen wir das 2-1, also das 1-2, wo glaub, für das Team noch mal ein Moral gibt, um am Sonntag dort runter zu fahren und alles in die Waagschale fallen. Und ich habe dem Team gesagt, es ist eine einmalige Chance, die Badasch, die haben sie sich verdient und es gibt nicht viele Möglichkeiten, so etwas zu erleben. Und ich bin absolut überzeugt, dass wir dort runter fahren werden und alles werden in die Waagschale schmeißen und dort runter noch mal uns verrissen. Aber die 2 Auswärtsgoal, die tun ein bisschen weh, die geben Lugano eine bessere Ausgangslage. Deine Spielerinnen gehen jetzt morgen bügeln. Luganesi legen die Beine hoch. Die meisten sind Profis oder Schülerinnen. Wie wirst du mit dieser Kraftverwaltung bis zum Sonntag umgehen? Tust du überhaupt noch trainieren am Freitag? Ich werde trainieren am Freitag, werde noch einige Punkte anschauen. Das heisst, für mich wird er ein Match vorbereiten Sonntag. Sie werden sicher miteinander ein Systemspiel, habe ich das Gefühl. Ja, wie gesagt, im Endeffekt, ich durfte es erleben mit Thun. Es geht jetzt einfach 90 Minuten sich verreissen. Es ist das letzte Match und nachher haben wir Ferien. Und wenn ich jetzt nicht sich verreisse für das Team und absolut nochmal alles gibt, glaube ich, das ist ein falscher Job, Anführungs- und Schlusszeichen. Ich bin der Meinung, mein Team weiß, um was es geht und ich werde alles in die Waagschale reissen, um dort unten zu gewinnen. Am Einsatz ist sicher nicht gelegen. Ich sage, die paar Sekunden, die wir den Ball haben müssen holen nach dem Goal, die hätten dich vielleicht noch gut getan. Die Chancen sind gleich gekommen. Es bleibt extrem spannend, Hugo. Ich hoffe, am Sonntag sage ich dir gratulieren. Wie gesagt, Match von bei 0-0 an. Lugano hat immer noch den Druck. Sie wissen, was wir können. Sie wissen, was kommt. Und wir werden definitiv dort runtergehen und alles auf eine Karte setzen. Das heisst, 2 Goal schießen und dann sind wir in der Badast oben. Andrea, non sapevamo che c'è di sperare di aspettare di questo gioco, perché la differenza tra la Women's Super League e la LNB nessuno lo sa. Come hai incarato questo gioco e come dopo l'ho visto?
È stata una partita difficile, una squadra, il Thun, molto organizzata. Noi siamo state brave a rimanere compatte e a colpire nei momenti giusti. Complimenti veramente alle mie ragazze, perché non era assolutamente facile in un campo magari un po' più piccolo del solito. Sono state ordinate, sono state compatte, ha fatto una buonissima partita, come del resto anche il Thun. Oggi una partita che magari aveva il plan che aveva due volte contro Brig e contro Yverdon, che se vuoi deve fare il gioco. Tutte le altre partite in Women's Super League, è chiaro, deve difendere, deve dopo avere questi momenti del contrattacco. Oggi deve fare il gioco, 20 minuti l'ha fatto bene, dopo come tu non hai riuscito di ritornare al gioco? Sì, è vero, abbiamo cambiato metodo di gioco per questa partita. Non siamo riusciti a farlo per tutti i 90 minuti, ma perché poi subentra un po' di tensione, subentra un po' di paura. Sono partite dove se sbagli comprometti tanto. Quindi può darsi che verso la fine ci siamo sentiti un po' in difficoltà, abbiamo cercato di costruire di meno. Ma la cosa che voglio vedere più positiva è la voglia, la compattezza che hanno tenuto le ragazze e la lotta che hanno voluto fare fino alla fine. Sì, e dopo un po' di fortuna anche nelle due reti, ma siete le reti che voi hanno fatto bene, perché dopo Thun aveva il pallone, ma voi avevate controllo sulla piazza. Sì, siamo stati bravi, come detto, a segnare quei due gol. E poi abbiamo cercato di contenere, perché comunque anche la stanchezza si faceva sentire. E quindi abbiamo cercato magari di contenere di più, cercare di ripartire, anche se non siamo riusciti a farlo sempre con lucidità. Però non posso dire nulla alle ragazze che stanno dando tutto quello che hanno, davvero. Le due reti fuori sono il biglietto per rimanere nel Women's Super League. Tu credi che c'è più facile adesso a Lugano? Più facile no, è chiaro che un risultato così in esterna dà qualche consapevolezza in più per la partita, però è tutta da giocare. Come tu vai a riuscire a gerire la fatica delle giocatrici? Tu hai le giocatrici dell'estero, il professionale, che magari puoi leggerire un po' più con pausa, ma anche hai le giovani, le svizzere, che hanno giocato bravissime oggi. Come tu vai a fare il mix delle due cose a Lugano? Non è così difficile come sembra, perché sono ragazze veramente intelligenti, si aiutano, si danno consigli, anche per me è abbastanza facile gestirle. Adesso vediamo i prossimi allenamenti come rispondiamo sul campo, ma sono fiducioso, perché ho delle ragazze veramente, veramente intelligenti e molto brave. Ora rimane una partita solo in questa stagione, dopo in agosto ci vedi ancora una volta Andrea Antonelli come l'allenatore in LNB in Women's Super League, tu parti? Non lo so, adesso credimi, è veramente troppo importante giocare la prossima partita, raggiungere l'obiettivo. Una volta raggiunto l'obiettivo, se siamo bravi a raggiungerlo, ci metteremo seduti e non ci sarà problemi per qualsiasi cosa.